einen recht schönen, guten Samstagmorgen, der 22. Juni, wünscht euch der Bauer Hausi. Willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. Ja, was läuft da beim Bauer Hausi heute Samstag? Oder zuerst muss ich sagen, was ist da gelaufen am Freitagabend? Ihr seht da die Schläuche am Boden liegen. Das ist eine spezielle Story. Überall liegen da Schläuche rum. Was ist da wohl passiert? Und das Licht brennt auch noch. Von letzter Nacht. Ja, wir hatten Gästebewertung. Hatten viel zum Vorbereiten. Da Licht ausschalten. Also viel zum Vorbereiten und viel Arbeit bis in die Nacht hinein. Und dann so um 11:30 Uhr rum ist da plötzlich der Gerberbeter bei mir. Er ist der Verantwortliche fürs Wasser in der Gemeinde Ersingen. Und er hat gesagt, ihr habt kein Wasser mehr. Wir hatten einen Rohrleitungsbruch. Da am Lohberg oben, also auf der anderen Seite des Lohbergs, die Wasserleitung führt vom Lohberg darunter. Hier ist ein Hydrant, dann geht die Leitung da weiter rüber bis zum nächsten Anschluss. Und jetzt haben sie in der Nacht, um 12 Uhr in der Nacht, alle Häuser mit einem Schlauch angeschlossen. Ja, ganz verrückt. Die waren voll im Einsatz und es war regnerisch, es hat geregnet. Boah, war absolut nicht schön zum Arbeiten. Aber sie haben es geschafft. Also unser Bauernhaus ist mit einem Schlauch angeschlossen. Und da ist ein Verteiler. Ein Verteiler. Und der Schlauch. Dieser Schlauch, der rote, geht da weiter zum Pfarrhaus rüber. Das Pfarrhaus musste auch angehängt werden. Also Bauernhaus ist angeschlossen. Wohnstock ist angeschlossen. Vorne das Stöckli. Und mein Nachbar musste auch angeschlossen werden. Da hat er recht viel Arbeit. Die musste bei jeder Wasserrohrleitung abschrauben und Schlauch anschrauben. Ich glaube, sie haben sogar Wasserrohr weggenommen und direkt angeschlossen. Wasserlieferung ohne Wasserrohr. Ja, das war's von gestern. Verrückte Sache, verrückter Tag. Mit dem Regendach, das wir da konstruiert haben, um einigermaßen am Trockenen den Smoker zu grillieren mit dem Smoker. Dann hatten wir das Buffet hier in der Bühne. Ja, und das muss dann alles noch abgewaschen werden. Tische voller Gläser da. Ja, wir hatten ja Glück, dass der Rohrleitungsbruch nicht früher passiert ist. So konnten wir die ganze Zeit, hatten wir während der Gästebewirtung Wasser. Wenn du 60 Personen hast, da ist fast die Toilette ziemlich stark besetzt. Und all die Teller, die vom Essen runterkamen, mussten abgewaschen werden. Ja, das wäre fast nicht mehr durchgeführbar gewesen, mitten im Anlass, weil meistens, wenn wir so 50, 60 Personen haben, müssen zum Beispiel Dessertteller werden vielleicht zuerst als Salatteller benutzt und nach dem Benutzen, nach dem Essen des Salates abgeräumt. Und werden dann zum Dessert wieder aufgetischt. Das heißt, die müssen abgewaschen werden.
bei uns in der Küche läuft da die Waschmaschine, eine Industriemaschine, die in 3 Minuten das Geschirr abwischt, fast nonstop. Ja, gut, jetzt heute aufräumen und am Nachmittag haben wir noch einmal Gäste, einen kleinen Geburtstag mit irgendwo so über 20 Personen. Die werden da auch in der Bühne sein und ich hoffe, das Wetter hält sich oder die Temperatur hält sich noch ein bisschen, weil es ist schon frischer geworden und da ist auch in der Bühne frischer. Die hat praktisch Außentemperatur. Und die Mama ist auf Beobachtungsposten. Die sitzt da. Und ja, die hat noch nicht bewertet. Das ist die Noma da. Das ist die Noma da. Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt habe ich besser Zeit zum Filmen. Nur eine kleine Gruppe, die da oben in der Bühne Geburtstagsfeier. Nicht so wie gestern mit 60 Besuchen. Hatte ich keine Zeit, um Video zu machen. Jetzt ist der Smoker angefeuert und in einer Stunde ist Essen angesagt um 5 Uhr. Jetzt ist da 16 Uhr, Samstagabend. Buffet. Einen recht schönen guten Sonntagabend wünscht euch der Bauer Hausi. Willkommen auf meinem Kanal. Jetzt ist der Smoker angeschmissen, nur für uns, für die Familie. Wir haben noch ein paar Fleischstücke übrig vom Samstagabend und die werden jetzt grillieren. Ich habe auch geschmissen Bulle und dann hat noch 3 Stück Filet. Und dazu denkt der Bauer Hausi einen Rest Weißwein auch vom Samstagabend. Prost, YouTuber!